Moinse Freunde, willkommen zurück zu Captain Toadette Treasure Tracker. Wir machen weiter mit dem nächsten Kapitel von Episode 2. Gib mich auf, Toadette ist der Name. Der Titel kommt uns bekannt vor. Wir hatten in Episode 1 schon ein Kapitel, das hieß Gib mich auf Captain Toad, glaube ich. Und dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Es sieht wieder aus wie die Glutspitze so ein bisschen. Das heißt, der Drache könnte nochmal wiederkommen. Am Ende des Kapitels, ich bin gespannt. Erstmal geht es los mit Level 5, Episode 2 Level 5, nasser Spaß im Wasserpark. Hey, das ist eine Mario Kart Strecke. Ihr Schweine. Jetzt witzig, wenn es darauf aufgebaut wäre, aber ich glaube nicht. Nee, sieht ein bisschen anders aus schon. Aber kann ich denn irgendwie in die Röhre da rein? Frage, ist das Licht da rein? Shit, ich kann ja nicht reinlaufen einfach. Auf die Jungs drauf springen. Ah, sauber, hier schon das erste Juwel. Perfekt. Da hinten kann ich auch was zupfen. Kann ich den irgendwie. Nee, da kann ich nicht zupfen. Shit. Ich muss über die Brücke laufen. War hier so schönes. Wieder ein Pilz, sehr gut. Kann ich auch gebrauchen gerade. Also die Gumba da hinten. Ach, die sind auch. Ach, da komme ich gar nicht hin von hier aus. Sehe ich gerade. Wo muss ich denn überhaupt hin? Die blaue Röhre, wa? Die können auf jeden Fall nicht da weg, die Jungs. Die Gumbas. Ich weiß auch noch nicht, wie ich an den Goldpilz rankommen soll da hinten. Wenn ich ehrlich bin. Für die denn hier oben hin, okay. Ah, P-Schalter auf jeden Fall, okay. Oh. Ja, so komme ich da hin. Logisch. Zumindest schon mal an. Aber komme ich denn jetzt zu dem Juwel dahin rechts? Ja, einfach hindrücken. Liegt aber leider wie die Glasröhre, wenn die hier so weit oben ist, da kann ich leider nicht gegenlenken. Warte mal, komm ich hier einfach runter? Vielleicht zu dem Goldpilz, verdammt nochmal. Da kann ich runter. Das ist aber auch nur ein Juwel, ne? Wie komme ich daran? Das ist auf jeden Fall die Bonusaufgabe hier. In diesem Level hier jetzt. Also hier komme ich runter auf jeden Fall. Oh, Münzen, okay. So sieht man nicht so viel, so sieht man ein bisschen mehr. Auch das letzte Juwel schon mal, das ist schon mal gut zu wissen. Ich muss da einmal ausleuchten, vielleicht ist da wieder irgendwas im Boden versteckt. Irgendwie so eine Pflanze oder so, die ich da, womit ich den Block da wegkriege mit. Die Lampe überhaupt an? Mein Gott, gibt die Geräusche von sich, die Toadette, ey. Na, wie soll ich da sonst hinkommen? Das ist die einzige Möglichkeit eigentlich. Und da entweder oben runterfallen drauf auf dem Block. Da komme ich ja nicht mehr raus. Nee, da muss irgendwas sein zum Aufmachen. War hier gerade was? Der Controller kurz vibriert. Deswegen frage ich. Ja, dass die Goldpilze manchmal so asozial sind, ne? Hier habe ich auch nichts gezupft bei den Dingern da hinten, ne? Nee, nur den Pilz. Da rausgezupft. Oder rausgerupft, besser gesagt. Ist denn hier noch irgendwo was? Ich muss hier. Jo, alles klar, die versammeln sich jetzt alle da unten. Hau ab, Mann, Alter, ist das fies. Wenn der da im Weg steht. Ne, ich guck mir das doch mal an, wenn das jetzt unten ist, das Wasser. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, wie ich da hinkomme. Und den Goldpilz will ich auf jeden Fall haben. So, perfekt. Ich wusste gleich, dass die Kreise von Toadette so richtig violett werden, wenn die klein ist. Alle Goombas ist die extra Aufgabe. Das ist der Goldpilz eine Finte. Scheinbar. Und da wir wieder Münzen waren, den mache ich entweder gegen Ende der Folge oder am Ende oder ausgefunden sogar, weil das ist mittlerweile, glaube ich, echt so eine Sache, die fürs Let's Play weniger interessant ist. Ja, ich habe dann beim nächsten Mal eventuell mehr Leben. Das reicht dann völlig. Na gut, wenn ich alle Gumbas besiegen soll, dann. Das sollte machbar sein. Tatsächlich. Schön verarscht mit dem Goldpilz, ey. Ohne Witz. Da oben kann ich auch noch was zupfen, sehe ich gerade.
Aber da komme ich doch nur hin, wenn das Wasser oben ist, oder nicht? Bin ich jetzt? Und noch pennen sie alle. Komm mal her, die kleine Drecksäcke. So, drei besiegt. Fehlen noch vier oder so. Oh, so kann ich die leichter besiegen. Alles klar. Komm her, Sack. Komm her. So, weg sind sie alle, ne? Ich sehe keinen Goomba mehr. Achso, komme ich auch da unten rein. Ja, okay. Mit der Hacke, logisch. Egal, das ist nicht das Ziel. Mal die Bonusaufgabe hier. Stattdessen holen wir uns einfach den Stern, dann ist ja alles erledigt hier. Okay, der Pixel-Tod fehlt noch, logisch. Und ich suche da wie blöde, ob da irgendwas Unsichtbares ist. Finde ich schon wieder witzig irgendwie. Weiß auch nicht. So, Pixel-Tod wird noch gesucht. Der dürfte eigentlich... Außer er versteckt sich irgendwo hinter so zu finden sein. Außer wieder sein, dass der irgendwo hinter Münzen ist. Also dahinter? Ne, das sieht nicht so aus. Wo ist er denn, der Gute? Ich guck mich mal ein bisschen um. Oder ich höre mich wieder mal ein bisschen um, weil man hört ihn ja immer sehr gut. Den Pixel-Toad. Da ist das immer keine verkehrte Wahl. Aber hier ist er scheinbar nicht. Da irgendwo an der Wand? Nee. Wo soll der sein, der Junge? Ah, oh, hier. Ach, dahinter. Hab dich. Hinter der Bank versteckt er sich. Die kleine Sau. Ich hab doch gerade was da rumlaufen sehen oder rumhüpfen sehen schon wieder. Gut, das war Level 5. Jetzt geht's weiter mit Level Nummer 6. Floßfahrt am Bergpass. Oh Gott, der Bergpass schon wieder. Okay, mit Hammerbrüdern sogar. Alter. Ihr wollt mich ein bisschen verarschen, oder? Hier sind schon mal Münzen, die nehme ich lieber mit. Kann nämlich gut sein, dass es wieder eine Mission ist, wo ich Münzen sammeln muss. Was ist das denn hier? Kann ich das so drücken? Nee. Leider nicht. Komm, schmeiß. Drecksack. Der trifft mich natürlich. Achso, ich kann hier immer neue ziehen, okay. Der spielt auch darüber, oder? Jawohl. Ey! Der ist weg. Der ist auch weg. So, was ist denn da Schönes? Mal kurz hier reinbiegen. Ein Juwel. Gibt's ja wieder einen Pilz? Nein, nicht wirklich, ne? Aber gut, da haben wir schon mal was gefunden. Da ist hier irgendwo ein Pilz bei. Das fährt sogar hin und her, das Ding, okay. Ich muss offensichtlich hoch. Da ist der Pilz, auf den habe ich gewartet. Oh. Drücken. Wie geht's denn da hin? Da hoch, ne? Oh, verdammt. Aber ich kann auch wieder runterfallen, von daher gehe ich mal hier weiter erst. Da sind eh Münzen, die ich dann wahrscheinlich auch brauche. Das Vieh will ich auch haben hier. Ey, bleib hier. Hab dich. Voll verarscht, hehe. Und das ist hier. Ach, da ist noch was. Hast du eine Hacke für mich? Ich hoffe. Yes, du hast einen für mich. Geil. Wie viel man hier rausholen kann. Stark. So, hier ist eh eine Sackgasse, das heißt, ich muss hier wieder runter. Ja, lieber so. Ich muss bestimmt die Dinger jetzt abwerfen da, ne? Oh. Okay. Na dann. Oh, das ist ein Kugelwillis. Weg. Achso, ich muss das Ding aber abwerfen. Hab ich. Zack, getroffen. Weg mit euch. Weg, hab ich gesagt. Lass mich in Ruhe. Oder Kugelwilli.
Ich nehme ihn hier. Was ist das denn? Ich meine, das bleibt stehen einfach. Okay, ich muss das hochziehen, wenn ich nach oben komme. Und da ist doch aufgegangen. Oh, warte mal, das ist doch ein Durchgang. Könnte sich noch was verstecken. Hier sind noch Münzen. Was ist hier? Oh! Der Goldpilz, den haben wir auch gefunden. Na gut, das war jetzt aber ein recht offensichtliches Versteck, weil man hier offensichtlich auch sieht, dass sich da was getan hat, ne? Da unten. Ich hoffe, die Aufgabe war einfach Goldpilz hin, in Geheim. Wieder mal. Glaube ich aber nicht dran. Im Geisterhaus hatten wir auch irgendwie viermal Tippsteine berührt, ne? Kein Schaden erlitten. Ja, danke. Ihr Schweinepriester, ey. Ja, dann noch mal rein direkt, komm. Schnell durchlauf, würde ich sagen. Genau, Toadette. Ich habe den Pilz nicht mitgenommen, ich bin groß. Kein Schaden erlitten für mich. Das ist die Definition dessen. Yes, alles klar. Pixeltopf wird noch gesucht und hoffentlich auch gefunden. Ich hoffe, der versteckt sich direkt irgendwo, wo ich ihn vom Anfang aus sehen kann. Das wäre schön. Aber ich glaube nicht dran. Oder? Sehe ich ihn hier vielleicht irgendwo? Gucken, ob er hier irgendwie hinter ist. Warte, kann ich da schon mal wegdrücken? Ja. Da scheint aber auch nicht zu sein. Schade, muss ich ein bisschen fahren, muss ich. Scheinbar. Wäre auch zu einfach gewesen sonst, ne? Komm, geh da rüber jetzt, Kollege. Springen. Weg ist er. Nur wo ist jetzt der Pixeltod, ist die Frage. Ist der da oben vielleicht? Keine Ahnung. Ich höre ihn auch noch nicht. Darf ich die hinter der Wand? Hier drin? Da war ja an sich nichts, ne? Ach doch, der Weg nach oben. Ist der Drecksack. Ist der dazwischen? Da oben irgendwo zwischen? Ich dachte, ich hätte ihn gesehen, aber nee, doch nicht. Hab dich. Ach, du hast ja nichts für mich, stimmt. Du hast was für mich. Oder der ist tatsächlich, irgendwie drin? Nee. Den Durchgang, der wo der geile Goldpilz ist. Wollte ich sagen. Hier höre ich ihn. Da! Ach, dahinter ist er, hinter dem Floß. Auch ein gutes Versteck, muss man sagen. So. Ein Level machen wir jetzt definitiv noch. Wir haben jetzt zwei geschafft, naja, genau. Das ist auch scheinbar das Ende des Kapitels. Deswegen Level Nummer 7 hin und her auf der Rampenwand. Los geht's, Freunde. Was haben wir hier Schönes zu tun? Einfach viel schieben, ne? Oh, Münzen mitnehmen. Definitiv. Hier schon irgendwo Münzen? Ja, die nehme ich auch mit. Es kann nämlich gut sein, dass ich entweder hier wieder Münzen sammeln muss oder irgendwie ohne Schaden durchkommen muss, keine Ahnung. Möglich ist vieles. Ich muss hinten lang, ne? Wie es aussieht. Wo ich denn da hin? Ist da was drin? Nee, ne? Mist. Scheiße. Ich muss da lang. Oben. Wie komme ich da hin?
So, ich bin jetzt hier im Pilz neu. Aber klar, dass hier einer drin ist. Komm ich nicht weiter. Ich komm nur hier weiter. Dann quasi so. Genau. Ich will noch zwei Juwelen, kann das sein? Muss hier runter. Das ist das zweite. Wie komme ich jetzt dahin? Ja, gar keine Ahnung. Gar kein Plan. Weil ich ja nicht rüberspringen kann einfach, oder? Also wenn, nee, hä? Wie soll das gehen? Nee, da fällt's einfach runter. Ach, da ist ein Durchgang. Ich gerade. Okay, hab's gesehen, wie es geht. Hier runter, genau. Und dann zack so. Hab's schon. War cool gelöst. Muss ich schon sagen. Hab mich mal gespannt, was hier die Extraaufgabe ist, ehrlich jetzt. Auf ins Ziel einfach kommen. Den Levelaufbau fand ich echt gut, muss ich sagen. So, der ist auf jeden Fall jetzt erstmal beendet vorerst. Natürlich fehlen Tippstein nur viermal berührt, ihr Säcke. Jetzt wir denken können. Okay, es geht doch weiter, einfach hier mit. Ja, mit dem Geister. Also, aber erstmal machen wir jetzt hier nochmal Tippstein nur viermal berührt. Sollte ja machbar sein. Guck mal, hier kann ich schon mal vorbei, ohne zu berühren. Das ist schon mal gut. Das muss ich mal überlegen. Aber es ist besser, wenn ich so mache, oder? Nur den? Ne, ich glaube, das war falsch. Oder? Na, ich schaue nochmal neu, wartet mal. Ich glaube, das war verkehrt. Aber den hier darf ich auch gar nicht berühren, glaube ich, am Anfang. Einfach, weil es auch vermeidbar ist. Der muss raus und der muss rein, einmal. Das war jetzt zweimal, ne? Dreimal. Viermal und den anderen muss man nicht berühren da oben. Deswegen geht so eigentlich nur. Bin ich der Meinung. Ja. Klappt, hat auf jeden Fall gut geklappt, sagen wir mal so. Und das ist auch der Haken. Perfekt. Jetzt noch den Tiptoad und dann haben wir wieder ordentlich was geschafft heute. Im heutigen Part. Tiptoad, Pixeltoad meine ich. Tiptoad ist ein anderer, ist der mit der Brille, glaube ich. So, wo ist denn der Gute? Der sich irgendwo hier dran, hier drunter. Da ist er doch, guck mal. Ah, der ist locker auf irgendeine Tippstange drauf. Das war irgendwie so klar, ne? Sonst ist das ja kein Versteck gewesen. Ja, und damit, Freunde, ich hab's gerade schon gesagt, endet der heutige Part. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit diesem Level hier. Level Nummer 8, wenig Licht und viele Geister. Aber, ja, wie gesagt, nicht mehr heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn's euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und noch mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss mit Öl. Euer Basukasu.